Αν βουλήμη τη μηχανέ στην να εξελιχθεί. Τι συμβάνε! Έδε, λέξον μου! Ημερησίαν παραγωγή αλεύρι. Good. Oi, της Μέιζονος Αφροσύνης. Λοιπόν, απέτραψε την άγγη αλεύρι. Και να χρειονίζει. Έκρινον απεργίαν πίστε κούντες άκρινον. Μόριας παρασκευάσματα του δανέστη. Jetzt gehen wir mal zum Kollegen hier hinten. Doxode! Doxode! O άνθρωπος αυτός, αμαβές, αυτός εστί! Diese Palma, beacht, Oran Blumi, die Mechanistin in Axel. Ich sah dich letzten Monat. Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ich brauche mehr zu trinken. Die guten alten Zeiten. Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Inspiration. Na gut. Sehr inspiriert. Wir laufen ein bisschen angetrunken in der Gegend rum. Lauf! Lauf bei den Göttern! Ich will drüber springen jetzt? Nee, kann nur nichts einsammeln. Schade. Löschet mich gerade was. Jetzt oder nie! Zögere nicht! Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas! Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ah, warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf? Deine Heimat? Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf! Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Oh,
Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayheks. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Ja, warum wohl? Jawohl. Ja, in der einen Folge haben wir ja schon mal das Pferderennen so ein bisschen getestet. Vielleicht kommen wir da jetzt noch ein Story-mäßig. Oha. Lebst du noch? Das sieht so scheiße aus. Ha! Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Okay. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Ich glaube, das wird auch diesmal eine etwas längere Folge. Was ist mir denn eigentlich jetzt? Gebt den Weg frei! Halt! Bleib stehen! Was stimmt nicht mit dir? Wollte mal probieren, so. Oh, was geht mir noch? Nun ist Glorias Palaske, was macht du dann ist da das? Du Narr, was denkst du dir dabei? Hey! Du kannst nicht fliehen! Oh, ein Schild. Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay,
Rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Okay, aber wo ist jetzt der komische Freund noch? Ist der Andor irgendein getroffen, der uns ja eigentlich gebremst hat in den Pferderennen? Frage ist, wo ist der Typ? Idiotin! Oran bulimi di mechanesterin. Der Magi ist zurückgekehrt. Braucht er mehr für seine Garderobe? Ja, Moment. Ich bin neugierig, Reda. Wo sind deine Eltern? Das ist eine lange Geschichte, Senny. Ein Philakitai in Alexandria hat sie beim Stehlen erwischt und in einem Bronzebullen gekocht. Bei Anubis. Das tut mir sehr leid. Das muss es nicht. Die Götter haben mir meine Familie genommen, aber dafür ein Kamel gegeben. Amun, ein tolles Ross. Ich wandere durch die Wüste und kann den Sonnenuntergang sehen, wann ich möchte. Das ist meine Freiheit. Verstehe. Du bist, wie immer, sehr weise für dein Alter. Osiris erhört die Klagen der Schwermütigen nicht. Willst du was kaufen oder verkaufen, Senny? Die Zukunft ist golden. Ja, die Zukunft ist golden. Jetzt gucken wir mal, was er so hat. Kaufen. Nur die Drohne und das andere. Nehmen wir erstmal ein bisschen Geld. Map. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Vielleicht ist es ja auch der Typ. Oi, diz mijo nos afrosinis. Du da! Halt! Diese Zone ist tabu. Okay. Ist dann wohl der falsche Weg? Dann haben wir hier hinten noch einen. Wilderit, Nebenquest. Dann haben wir noch ein Fragezeichen. Vielleicht ist es auch der Wilderit. Aber okay, das liegt ja auf dem Weg. Schatzblumenhof 1. Das war's! Stirb! Da! Da bist du ja! So wirst du mir nicht entkommen! Da! Deine finale Abreibung. Du kommst weiter leben.
Gut, dann wollen wir dahinter. Ich muss noch ein Frage suchen. Entzade ist die, Porodi. Potasiane, Idiotin. Oran Bulimi, die mich hat. Idiotin! Ein lovely Nuki, muss ich haben. Bayek, dich hätte ich hier nicht erwartet. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Wunderschön, oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie will siegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Philokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas? Zeig mal, wie du fährst, Barik. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Okay. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Nein. Es ist ein kleines Dorf. Aber wir hatten Streitwagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Wow. Achso, wir sollen hier fahren. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse auf! Ikarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Ikarus geliebt. Er war sein Lieblingsfahrer. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür! Du bist ein Naturtalent! Wenn du für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können! Du bist ein Naturtalent! Naturtalent, ja. Du hast ein Händchen dafür! Schneller, Bayek, schneller! Welch Tempo! Ich hab gesehen, was die Boost-Taschen haben. Was ist da los? Da stimmt was nicht! Vater! Beeilung, Bayek! Ihr habt Zaganaki stehlen lassen! Verzeiht, Herr! Wo ist mein Sohn? Nikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater! Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Die Ehre der Grünen von Prasina hängt davon ab! Für die Grünen!
Jetzt habe ich mal den ganzen Zaun kaputt, ey. Statt drüber zu springen. Boom. Haltet die Augen offen. Vater liebt dieses Pferd mehr als alle anderen im Stall. Ja. Für Philokrates! Für Saganaki! Morias paraske vasma da tu kamesti. Gib den Weg frei! Wir müssten in der Nähe sein. Für Ikarus, die Grünen von Prasina. Für die Grünen! Für die Grünen, ja. Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns! Alles wird gut! Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet. Ganz sicher. Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen im Süden. Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde. Was? Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Okay. Ich hab zwar die Kriegen da drin, die wissen genau, wo die Gegner sind. Oder? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Da liegen Krokodile. Okay. Au, au. Anzeichen von Gewalt und Blutvergießen. Dem sollte ich nachgehen.
die Wachen. Stirb, du Sau! Das... Hilfe! Ich spreng dich um! Wow. Aber ist es das jetzt, das Pferd hier, oder? Was? Alarm! Du wohl. Angriff! Du kannst nicht fliehen! Whoa. Aus dem Weg! Bei Serapis! Ihr habt sie! Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. Right decision, Gerech. Oh.
Thank you.